die hervorragende Reinigungskraft auf die unterschiedlichsten Verschmutzungen, das auch schon bei einer niedrigen Dosierung und das Ganze gepaart mit einer sehr guten Materialschonung, insbesondere auf Glas, und der Glanz des Geschirrs nach dem Spülen waren die herausragenden Punkte gegenüber anderen Produkten. Pulver hat ganz klar den Vorteil, dass ich es individuell dosieren kann. Das heißt, ich kann es an die Intensität der Verschmutzung oder den Beladungsgrad der Maschine anpassen. Das ist bei einem Tab nicht möglich. Das heißt, es wird sehr oft überdosiert, das belastet die Umwelt unnötig und strapaziert auch das Geschirr. Also man kann bei einer vollgefüllten Maschine mit wenig Verschmutzung, ich sag mal insbesondere Frühstücksgeschirr, wo man jetzt nichts eingebranntes hat, kommt man immer sehr gut mit einem halben Dosierlöffel aus. Volle Dosierung wirklich bei vollbeladener Maschine mit Aufläufen, die eingebrannt sind, eingebrannte Pfannen und Töpfe, da braucht man die volle Dosierung. Aber in den allermeisten Fällen wird man mit einer halben Dosierung auskommen. Unser Produkt ist sehr nachhaltig, weil es eine entsprechende Produktleistung hat und das Ganze gepaart mit der individuellen Dosierbarkeit. Jedes Gramm, welches ich bei der Dosierung einsparen kann, gelangt nicht unnötig in die Umwelt und hilft, wertvolle Rohstoffe auch effizient zu nutzen. Die Dose, da haben wir weitergemacht, wie man es bereits von unserer Zitronenbalsam- oder Fleckenpulverdose her kennt, besteht aus 100% Rezyklat und auch der Dosierlöffel besteht aus 100% Rezyklat. Also wir haben von der Produktkombination die Rezeptur so aufgebaut, dass sie auch schon bei den niedrigen Eco-Programmen sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben spezielle Tenside eingebaut in Verbindung mit speziellen Enzymen, die halt ihre Reinigungskraft schon bei niedrigen Temperaturen entfalten. Auf Duft, Farbstoffe und Konservierungsstoffe haben wir insbesondere verzichtet, weil wir gesagt haben, die braucht man in dem Produkt nicht. Wir haben unterschiedliche Korrosionsschutzkomponenten, haben aber da hauptsächlich auf den Schutz der Dekore und auf den Glasschutz gesetzt. Wir erreichen Glasspüleigenschaften durch den sogenannten Carry-Through-Effekt. Das sind Rohstoffe wie beispielsweise die Tenside, die vom Hauptspülgang in den Nachspülgang transferiert werden und dort zum Beispiel für eine sehr gute Benetzung, ein gutes Ablaufen des Spülwassers sorgen. Andere Komponenten sind dafür da, Ablagerungen zu verhindern und auch den Glanz auf dem Geschirr auszubilden. Spülmaschinensalz bitte immer einsetzen. Auf Klarspüler kann in allermeisten Fällen aber verzichtet werden. Unser Produkt käme grundsätzlich mit auch hohen Wasserhärten sehr gut zurecht. Zum Spülmaschinensalz muss man allerdings wissen, dass es dafür da ist, den fest in der Maschine eingebauten Ionenaustauscher regelmäßig zu regenerieren. Der Ionenaustauscher ist dafür da, dem gesamten Spülkreislauf enthärtetes Wasser zur Verfügung zu stellen. Das heißt, auch im Vorspülgang ist das wichtig, insbesondere im Nachspülgang ist es wichtig. Und auch die anderen wasserführenden Systeme, wie die Schläuche oder Pumpen, müssen vor Verkalken geschützt werden, damit die Maschine lange arbeiten kann. Beim Spülmaschinensalz können wir einfach keinen Mehrwert bieten, weil es da nicht auf eine Leistungsfähigkeit ankommt. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, ein Salz nicht mit anzubieten.